Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Klimawissen Online. Unser heutiger Gast, unser Referent heißt Stefan Breininger. Stefan Breininger ist der Gründer der Modeboutique Stoffwechsel in Feldbach. Stoffwechsel, das ist ein Geschäft für faire und nachhaltige Mode. Und Stefans Einsatz für soziale Gerechtigkeit und Umwelt begann aber schon viel vorher, nämlich in der Zeit seines Zivildienstes in einem Straßenkinderprojekt in Ecuador. Nach seinem Studium, er hat internationale Entwicklung in Wien studiert, war dann mehrere Jahre als Jugendbeauftragter für die Südoststeiermark tätig. Und er engagiert sich als Vortragender auch viel und ist Organisator zahlreicher Aktivitäten im Nachhaltigkeitsbereich. Und seine Boutique Stoffwechsel findet man auch stoffwechsel.at im Internet. Zu unserem heutigen Vortrag, der heißt Unsere Bekleidung, eine Reise um die Welt. Worum geht es da heute? Wie entsteht ein T-Shirt? Wer weiß das von uns? Ja? Wir nehmen euch heute mit auf eine Reise um die Welt und erzählen eine spannende Geschichten über Designer in Paris, über Baumwollbauern in Usbekistan, über Näherinnen in Indien. Und bei diesem Vortrag vom Stefan werden wir entdecken, wie viele Schritte es eigentlich braucht, bis ein fertiges Kleidungsstück im Geschäft landet. Und wir werden auch erfahren, welche Tätigkeiten es in einem Modegeschäft gibt, wie es so läuft im Modebereich und wie wir den Modebereich für Mensch und Natur, für die Umwelt auch besser gestalten können. Ja, und da haben wir mit dem Stefan Breininger zu Gast, einen Fachmann in diesem Bereich. Und Stefan, ich begrüße dich hiermit recht herzlich, übergebe damit an dich das Wort, habe dich auch schon freigeschaltet als Referenten und die nächste halbe Stunde gehört dir. Hallo Stefan. So. Hallo, könnt ihr mich hören? Ja, wir hören dich. Das ist mal das Allerwichtigste, okay. Ja, danke Michael für die nette Einleitung. Ich freue mich auch total, dass ich euch heute ein bisschen die Welt der Mode näher bringen darf. Eigentlich hätte ich ja gern eine Vorstellungsrunde mit euch gemacht, aber bei knapp 40 Teilnehmern wird die halbe Stunde von meiner Präsentation dann wahrscheinlich vorbei sein. Der Michael hat mich eh schon ganz kurz vorgestellt. Also wir haben ein kleines Geschäft in Feldbach und auch einen Online-Shop. Ich öffne jetzt kurz einmal die Präsentation, damit ich euch ein paar Bilder zeigen kann, wie es da so ausschaut bei uns im Geschäft. So von außen. Und das sind eben die Margarita und ich, also meine Frau und ich. Und wir schmeißen das Geschäft gemeinsam. Und so schaut das Ganze dann von innen aus. Der Michael hat mir schon ein paar Fragen weitergeschickt von euch und ich bin draufgekommen bei diesen Fragen, dass ihr eigentlich schon sehr viel über das Thema Mode oder auch über das Thema faire Mode wisst. Aber ich möchte jetzt trotzdem am Anfang einmal ein paar Ideen sammeln. Ich schmeiß euch jetzt einmal diesen Begriff Fashion hin und ich hätte vielleicht gerne mal, ihr könnt mir das in den Chat reinschreiben, was euch zu diesem Wort Fashion alles so einfällt. Ganz spontan einmal. Schreibt mir vielleicht irgendwie ein paar Stichwörter einfach in den Chat rein und dann schauen wir mal, was da alles für Ideen kommen sind. Aha, da kommen schon die ersten Botschaften. Adidas ist zum Beispiel so ein Wort, genau. Was fällt euch noch alles ein? Adidas ist eine große Modemarke, genau. Kennt natürlich jeder für Sportartikel. Nike, genau, jetzt kommen natürlich einige andere Modemarken noch, aber was fällt euch noch außer den Modemarken ein? Genau, Laufsteg ist so ein Begriff. Wir kennen die Modewelt von den Modeschauen, von so glitzernden Modemagazinen, wo Models über den Laufsteg laufen. Jemand hat geschrieben, billig produziert und teuer verkauft. Das stimmt in den meisten Fällen, ja. Modedesigner, genau. Also Modedesigner sind ganz wichtig, weil die entwerfen immer neue Kollektionen und setzen neue Trends, die eben so auf den Markt kommen. Mhm. Okay. Das ist sehr interessant. Was ich eigentlich euch jetzt damit auch sagen wollte, wir kennen die Welt der Mode von einer Sicht, und zwar von der Sicht der Menschen, die in ein Geschäft gehen und was einkaufen. Wir kennen auch die Influencer, die wir auf Instagram sehen oder auf Facebook und anderen Medien. Wir kennen eben diese Hochglanzmagazine und die Models und die Laufstege.
Bis aber so ein Kleidungsstück zu uns in ein Geschäft kommt, passiert einmal ganz, ganz viel. Ja, da passieren einmal 2 Jahre lang arbeiten Leute schon dran, bis das überhaupt einmal so weit ist, dass dieses T-Shirt oder diese Jeans bei uns im Geschäft landet. Und was ich euch heute erzählen möchte, ist einfach genau diese andere Seite, die wir oft gar nicht so sehen von der Mode, wenn wir in ein Geschäft gehen und uns was Neues kaufen. Ich will euch einfach einmal sagen, wie viel da eigentlich schon vorher passiert, bis wir überhaupt erst einmal einkaufen gehen können. Gut, ich schaue jetzt mal kurz auf meine Präsentation nochmal. So, okay, wir haben da diesen Begriff Fashion. Ich habe euch jetzt eine Weltkarte da in meine Präsentation reingegeben, weil ich habe ja in dem Titel, hast ja meine Präsentation, eine Reise um die Welt. Und ich nehme euch jetzt wirklich mit auf eine Reise um die Welt, weil eben ein Kleidungsstück natürlich nicht in Leibniz produziert wird, sondern da gibt es ganz viele Stationen in dieser Produktion, bis so ein Kleidungsstück überhaupt einmal fertig ist. Eine kleine Frage einmal an euch, ihr könnt mir das wieder gerne in den Chat reinschreiben. Ist euch das schon mal aufgefallen, wenn so im Frühling die neue Kollektion rauskommt, dann haben die meisten Geschäfte ähnliche Designs und auch ähnliche Farben bei ihren Kleidungsstücken. Was glaubt ihr, warum ist das so? Warum sind im letzten Frühjahr alle Kleidungsstücke gelb gewesen zum Beispiel? Habt ihr eine Idee, warum das so sein könnte? Schauen wir mal, ob da was im Chat kommt. Warum glaubt ihr, schauen alle Kleidungsstücke ähnlich aus, haben die ähnlichen Farben in einer Saison? Okay, da kommt jetzt nichts. Ich gebe euch einen kleinen Tipp und zwar ist es ganz interessant. Wir reisen einmal, wir starten unsere Reise jetzt einmal da in Italien. Genau, da haben wir nämlich gesagt, da gibt es dann die ersten großen Modeschauen. Da werden die neuen Stücke produziert. Entschuldigung. Jetzt klicke ich mal weiter, das haben wir schon gesehen, die Mode schon. Aber wenn so ein Kleidungsstück, bevor so ein Kleidungsstück produziert wird, da gibt es eine interessante Firma in den USA, die heißt Pantone. Und Pantone ist eine Firma, die stellt eigentlich Druckerfarben her oder sie definiert Standards für Farben, also und gibt den Farben Namen. Und diese Firma, die sagt, nächstes Jahr im Herbst ist die Modefarbe rot oder grün oder blau und alle Firmen auf der Welt, die Mode designen, halten sich an diese Vorgaben und deshalb schauen dann alle Kleidungsstücke farblich ähnlich aus. Und ich verrate euch jetzt ein Geheimnis. Und zwar die Modefarben vom nächsten Frühling sind rosa, lila und gelb. Also so Farben, die man auf Blüten im Frühling empfindet, die werdet ihr nächstes Frühjahr auch in ganz vielen Schaufenstern sehen. Dann gibt es natürlich auch große Modemessen, da kommen Designer hin und die setzen dann neue Trends und alle wichtigen Firmen halten sich an diese Trends und deshalb schauen dann auch alle Kleidungsstücke sehr ähnlich aus. Das ist einmal der erste Schritt und dann, wenn das einmal passiert ist, wenn man weiß, was die Modefarbe ist und wie die Designs ausschauen, dann haben die Designer schon ein bisschen an Stress, weil sie haben jetzt relativ kurz Zeit, um jetzt die neuen Kollektionen zu entwerfen. Klick jetzt einmal weiter, sagen wir mal, wir gehen jetzt nach Frankreich, nach Paris und dort sitzen ein paar Designer in ihren Büros und die entwerfen diese neuen Kollektionen auf Basis dieser Vorgaben mit Farben und Modellen. Ja, und die überlegen sich dann natürlich auch, welche Materialien können wir verwenden für unsere Kleidungsstücke. Und wenn dann eben die Kollektion fertig ist, wenn auch die Schnittmuster passen, damit die Schneiderinnen wissen, wie sie das schneidern müssen, ja, dann kommt das Ganze eben zu den Marken und diese Marken laden dann die Geschäfte, so wie unseres, ein. Die können sich dann diese Kollektionen anschauen und wenn ihnen was gefällt, dann können sie es bestellen. Und wenn dann die Bestellung abgeschickt ist, dann werden diese Stücke überhaupt erst produziert. Was ganz wenige Leute wissen, man muss immer ein halbes Jahr vorbestellen bei den Kleidungsstücken, damit man dann überhaupt ein halbes Jahr später erst die Sachen ausgeliefert kriegt. Das bedeutet, wir bestellen jetzt die Kollektionen für nächsten Herbst, also schon mehr als ein halbes Jahr vorher. So, okay, jetzt die große Preisfrage an euch. Was glaubt ihr, was ist jetzt das Wichtigste, wenn wir Kleidung produzieren müssen, was brauchen wir da überhaupt einmal? Was glaubt ihr, was brauchen wir, damit man Kleidung herstellen kann? Was ist das Allererste? Schreibt mir bitte gern wieder was in den Chat rein. Baumwolle hat da Marcel Konrad schon mal geschrieben. Noch jemand hat Baumwolle geschrieben.
Genau, das ist das Richtige. Wir brauchen natürlich Rohstoffe, also Baumwolle oder andere Materialien. Und jetzt noch eine kleine Quizfrage für euch. Was glaubt ihr, was ist das wichtigste Material, aus dem heute Mode hergestellt wird? Ist es Baumwolle? Dann schreibt mir das bitte gerne in den Chat. Oder glaubt ihr, ist es vielleicht ein anderes Material? FitUser12 hat geschrieben Plastik. Ja, da bist du genau richtig mit deiner Einschätzung. Früher war mal Baumwolle der wichtigste Rohstoff in der Bekleidungsproduktion. Heute wird mehr als die Hälfte unserer Kleidung aus Plastik hergestellt. Jetzt habe ich gleich noch eine kleine Frage an euch. Aus was wird denn Plastik überhaupt produziert? Gibt es da eine Idee? Schreibt mir das gerne in den Chat. Plastik wird woraus gemacht? Hat jemand eine Idee? Ah, genau, AFIT-User 6 und einige andere haben mir geschrieben aus Erdöl. Genau, Plastik wird wie Benzin aus Erdöl hergestellt. Ist also kein unproblematisches Material, ja. Wir bleiben doch jetzt ein bisschen bei der Baumwolle, ja, weil Baumwolle natürlich der zweitwichtigste Rohstoff in der Bekleidungsindustrie ist, ja. Obwohl das jetzt von Plastik abgelöst wurde, aber wir schauen uns jetzt die Baumwolle ein bisschen genauer an, weil das doch so viele Länder betrifft. Und jetzt die Frage an euch, was glaubt ihr, was sind die wichtigsten Länder auf dieser Welt, die unsere Baumwolle produzieren? Also welche Länder produzieren am meisten Baumwolle auf der Welt? Gibt es eine Idee? Welche Länder produzieren die meiste Baumwolle? Schauen wir mal, ob jemand was in den Chat reinschreibt. Afrika ist ein Kontinent, da gibt es einige Länder wie Uganda zum Beispiel, die produzieren sehr viel Baumwolle, aber es gibt Länder, die produzieren noch viel, viel mehr. Die Seline hat geschrieben, Indien. Seline, du hast vollkommen recht, Indien ist das wichtigste Baumwollproduktionsland der Welt und produziert ungefähr ein Viertel der ganzen Baumwolle auf der Welt. Gibt es sonst noch eine Idee, von welchem anderen Land wir die Baumwolle bekommen? Indien ist einmal richtig. Okay, ich löse das gleich einmal auf. Und zwar neben Indien gibt es noch ein zweites Land, das genauso viel Baumwolle produziert. Und zwar, aha, Erdöl, genau, da habe ich euch zuerst diesen Pfeil jetzt hingegeben. Kommt zum Beispiel aus Saudi-Arabien. Aber wir bleiben jetzt bei der Baumwolle. Indien ist das wichtigste Land. Genauso wichtig ist allerdings China. China produziert auch ein Viertel der gesamten Baumwolle. Und jetzt ist es interessant, das drittwichtigste Land erratet fast nie jemand. Und zwar sind es die Vereinigten Staaten, die USA. Die können natürlich Baumwolle viel billiger produzieren als andere Länder, weil die riesengroße Felder haben und große Maschinen und alles industriell machen können. Aber das viertwichtigste Land ist, Entschuldigung, jetzt muss ich wieder zurückgehen, ist Pakistan und eben Usbekistan. So, ich versuche jetzt in meiner Präsentation wieder zurückzugehen. Das geht, glaube ich, nicht. Obwohl, da geht es wieder, genau. Und wenn wir Pakistan und Usbekistan, da habe ich jetzt keinen Pfeil hingesetzt, das ist gleich so nördlich von Indien, ja, uns anschauen, dann sehen wir, dass der Großteil der Baumwolle auf dieser Welt so aus dem asiatischen Raum kommt, ja. Und Baumwolle ist jetzt keine ganz einfach anzubauende Pflanze, ja, weil Baumwolle braucht jetzt. Aha, da bin ich jetzt wieder weitergekommen. Einen Moment, ich versuche mal kurz meine Bildschirmpräsentation neu zu starten. Es tut mir sehr leid. Manchmal funktioniert die Technik nicht so, wie man es plant. Aber was ich euch eigentlich nebenbei, während ich die Präsentation wieder öffne, erzählen wollte, ist, dass Baumwolle eben keine ganz einfache anzubauende Pflanze ist, sondern sie braucht eben sehr, sehr viel Wasser und sie braucht eben auch sehr, sehr viel Spritzmittel und Insektizide, damit keine schädlichen Insekten die Pflanzen auffressen. Ja. So, wir sind gleich wieder soweit. Aha, okay, genau. Und ich habe euch da schon ein Bild her dann von Baumwollbauern in Indien, wo man diese Pflanzen natürlich auch spritzen, damit die überhaupt gut dann wachsen. Ja. Und habt ihr eigentlich schon einmal eine Baumwolle gesehen? Hat jemand eine Baumwolle gesehen? Der kann gerne mal die Hand heben. Stefan, ich mische mich Ja. kurz ein. Wir sehen jetzt ein Bild von, ich glaube, indischen Frauen in einer Fabrik. Ist das das gleiche, das du siehst? Na, warte mal, dann muss ich noch mal kurz Das rausgehen. Das tut mir leid. steht schon länger jetzt. Jetzt sieht man wieder dich, Jetzt ja? besser?
Schauen wir gleich. Ja, jetzt sieht man es wieder. Jetzt geht es wieder. Tut mir leid. Ich habe die Präsentation neu starten müssen deshalb. Okay, danke Michael. Manchmal sieht man das selbst nämlich nicht. Okay, meine Frage an euch war, hat jemand schon mal eine Baumwollpflanze oder rohe Baumwolle gesehen? Ich habe gesehen, ja, einige haben gesagt, ja. Ich glaube, die meisten von euch haben schon einmal Baumwolle gesehen. Und zwar ist es einfach Watte. Man kann zum Beispiel im DM oder so kann man ein Sackerl Watte kaufen. Das ist meistens einfach gewaschene und gebleichte Baumwolle. Mhm. Gut, jetzt ist es so, wenn diese Baumwolle angebaut wird, dann hat die meistens so eine beige Farbe oder so ein dreckiges Weiß. Aber wir hätten ja gern, habe ich da jetzt ein Kleidungsstück mitgebracht, wir hätten zum Beispiel jetzt gern eine schwarze Schiene, die wir produzieren möchten. Was glaubt ihr, schreibt es mir bitte gern wieder in den Chat rein, wenn diese Baumwolle geerntet ist, was sind jetzt die nächsten Schritte, die wir machen müssen? Hat jemand eine Idee? Wenn wir eine schwarze Jeans aus dieser Baumwolle produzieren möchten, was ist das Nächste, was wir machen müssen? Aha, okay. Also die nächsten Schritte sind, dass wir überhaupt einmal einen Faden produzieren und einen Stoff draus machen. Wir schauen uns das gleich mal an auf der Präsentation. Genau, und wir sagen jetzt einmal, dieser Faden, dieser Garn, der wird auch in Indien produziert, weil in Indien und in China und in anderen Ländern in Südostasien einfach sehr, sehr viele Fabriken es gibt, wo eben diese Fäden eben hergestellt werden. Man kann sich das so vorstellen wie auf diesem Bild eben, das habt ihr vorher schon gesehen, wo eben einfach aus dieser hohen Baumwolle Fäden gesponnen werden und wenn das dann fertig ist, dann kann man aus dem Ganzen einen Stoff stricken oder weben und dann haben wir so einen ganz großen Stoffballen. Ja? Das nächste Bild, damit wir überhaupt jetzt Jeans schwarz oder blau oder in einer anderen Farbe produzieren können, wir müssen diesen Stoff natürlich dann färben. Also wenn wir das gewebt haben, kommen wir zu einer nächsten Fabrik oder zu einer Färberei, wo dieser Stoff dann eben mit verschiedenen Färbemitteln gefärbt wird. Das ist manchmal auch nicht ganz unproblematisch, weil in vielen Fällen einfach Färbemittel zum Einsatz kommen, die eben für die Umwelt und auch für die Menschen, die damit arbeiten, nicht sehr gesund sind. Also oft auch sehr viel giftige Färbemittel und Imprägnier- und Bleichmittel, damit unsere Kleidungsstücke dann eine bestimmte Farbe haben. Ja? Wir schauen uns das wieder auf unserer Weltkarte an. Wir sagen, unsere Kleidung wird eben in Bangladesch gefärbt. Da gibt es sehr, sehr viele Färbereien. Und jetzt bleiben wir gleich bei diesem Land Bangladesch. Ja, Bangladesch ist nämlich ein ganz, ganz ein wichtiges Land. Wenn ihr zum Beispiel in eurer Kleidung so in die Zettelchen reinschaut, da steht oft Made in, ja. Und wenn man dort liest Made in, da steht sehr oft Made in India, Made in China oder Made in Bangladesch, weil das einfach Länder sind, wo sehr, sehr viel Kleidung produziert wird. Okay, jetzt nochmal die Preisfrage an euch. Wir haben jetzt diesen schwarzen Stoff, eine ganz große Rolle schwarzer Stoff. Wir möchten jetzt ein Jeans draus produzieren. Habt ihr eine Idee, was passiert jetzt im nächsten Schritt, damit aus unserem schwarzen Stoff eine schwarze Jeans wird? Schreibt es mir bitte gern wieder was in den Chat rein. Schauen wir mal, ob da schon was kommt. Und ich frage inzwischen kurz nach, weil ein Teilnehmer hat die Hand gehoben. Hast du zufällig eine direkte Frage, Marcel? Oder ist die Hand nur unabsichtlich oben? Die Hand ist oben, seit der Stefan die Frage gestellt hat, Hand heben wegen Baumwolle. Ah, okay, das tut mir leid, Olli. Macht nichts. Michael, könntest du mich unterstützen da? Ich kann nämlich, wenn ich die Präsentation sehe, oder ich sehe die Hand gehoben eigentlich gar nicht. Vielleicht ist das bei mir Einstellung. Das machen wir. Alles, was Fragen angeht, machen wir. Die Kollegin, die ihr zwischendurch gehört habt, das ist die Conny vom Land Steiermark. Die ist inzwischen dabei, die wird dann auch die Fragen moderieren später. Hallo. Alles klar, sehr schön, danke. Meine Frage an euch war jetzt, was glaubt ihr, wie machen wir das? Was ist der nächste Schritt, damit aus unserem großen schwarzen Stoffballen, aus unserer Stoffrolle, eine schwarze Jeans entsteht? Hat jemand eine Idee? Okay. Bis jetzt kommt noch nichts. Okay. Der nächste Schritt, das Wort können wir uns merken, der heißt
Konfektion. Konfektion umfasst ganz viele verschiedene Dinge. Ja? Das ist zum Beispiel, dass wir eben unsere Kleidung einmal zuschneiden mit der Schere, einmal ausschneiden, was wir brauchen. Danach wird das Ganze eben zusammengenäht zu einer Jeans. Die Nähte werden gemacht, die Hosentaschen werden aufgemacht, der Reißverschluss wird genäht. Dann kommen noch die Knöpfe drauf. Ja? Ich habe euch da jetzt wieder ein Bild vorbereitet. So, genau. Und zwar seht ihr das Bild jetzt von dieser großen Bekleidungsfabrik. So schauen die meisten Bekleidungsfabriken in Indien oder Bangladesch aus. Das sind riesengroße Hallen, wo eben Näherinnen an einer Nähmaschine sitzen. Teilweise leider sehr lang, also bis zu 12 Stunden am Tag sitzen die da vor ihrer Nähmaschine. Und das ist jetzt nicht so, dass da eine Näherin an einer Nähmaschine sitzt und die ganze Jeans näht, sondern das ist wie Fließbandarbeit. Jede dieser meistens Frauen, die da sitzen, näht genau eine einzige Naht. Ja, also die näht zum Beispiel die eine Naht beim Hosensäckel, dann wird die Jeans weitergeben zur nächsten Person und die näht zum Beispiel die zweite Naht beim Hosensäckel, bis dann die Jeans fertig ist. Ja? Wenn dann so eine fertig ist, ja, dann werden die Jeans oft noch gebleicht oder auch kaputt gemacht. Wenn jemand von euch jetzt zum Beispiel eine Jeans anhat, könnt ihr ja mal schauen. Es gibt ganz viele Jeans, die sind so ausgewaschen. Ja? Und damit diese Jeans ausgewaschen werden, muss man eben oft auch verschiedene Chemikalien draufgeben, damit es ausgebleicht wird. Und manchmal werden die Jeans, nachdem sie produziert worden sind, dann auch noch kaputt gemacht. Es werden Löcher reingeschnitten und wieder neu vernäht, ja, damit die Jeans dann so ausschaut, wie sie ausschauen soll. Jetzt habe ich eine kleine Frage von euch, an euch. Und zwar, ich habe euch ja gesagt, diese Näherinnen sitzen da oft bis zu 12 Stunden in diesen Fabriken. Was glaubt ihr in Bangladesch, was verdient so eine Näherin in der Stunde? Zum Vergleich, gell, bei uns verdient man ungefähr 10, 12 Euro in der Stunde für eine Stunde Arbeit. Was glaubt ihr, wie viel verdient eine Näherin in Bangladesch in der Stunde? Schreibt mal das gerne in den Chat rein. Gibt es eine Idee? €0,15. Also 15 Cent hat jemand geschrieben. Das ist genau die richtige Antwort. Also ungefähr 15 Cent in der Stunde verdient so eine Näherin in Bangladesch. Und das ist natürlich wahnsinnig wenig Geld. Natürlich sind die Dinge in Bangladesch auch billiger, aber im Verhältnis zu dem, was die Sachen dort kosten, ist es noch immer viel zu wenig zum Leben. Ja? Das ist so die Situation der Näherinnen. Aber wir schauen jetzt weiter. Diese Jeans ist jetzt fertig produziert worden in dieser Fabrik und wir möchten jetzt, dass diese Jeans zu uns ins Geschäft kommt. Was müssen wir jetzt natürlich machen? Wir müssen die Jeans irgendwie nach Europa transportieren. Ja? Die Jeans kommt also wieder zurück. Manchmal muss es schnell gehen. Da werden die Dinge dann mit dem Flugzeug produziert. Manchmal werden sie auch mit dem Schiff geliefert. Ja? Und da habe ich jetzt ein interessantes Bild. Fällt jemandem was auf bei dem Bild? Da ist eine Jeans. Wo ist die eingepackt? Sieht es jemand? Und zwar ist diese Jeans in einem Plastiksackerl verpackt. Das wissen jetzt ganz wenige Leute. Und zwar der Joachim hört wahrscheinlich dazu, der hat schon mal ein Bekleidungsgeschäft gehabt, also einer eurer Betreuer. Und der Joachim weiß das eben auch, dass alle Kleidungsstücke, die in die Geschäfte geliefert werden, einzeln in Plastiksackerln verpackt sind. Das passiert natürlich zum Schutz dieser Kleidungsstücke. Es ist aber natürlich für die Müllmengen eine große Katastrophe, weil wenn dieses Kleidungsstück, sei es jetzt ein T-Shirt oder eine Jeans, geliefert wird, dann packen die Geschäfte dieses Kleidungsstück aus dem Plastiksackel außer und schmeißen das Plastiksackel dann natürlich weg. Also man kann sich vorstellen, dass bei allen Kleidungsstücken, die so produziert werden auf der Welt, es zu unglaublich großen Müllmengen kommt. Ja? Ich habe mir das übrigens einmal aufgeschrieben. Auf der Welt wurden 2014, im Jahr 2014, wurden 100 Milliarden Kleidungsstücke produziert. Das ist so eine große Zahl, die kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Und ganz viele von diesen Kleidungsstücken wurden dann natürlich auch wieder, ohne sie zu tragen, weggeworfen. Andere wurden weggeworfen, nachdem man sie nur ganz kurz tragen hat. Und ganz viele dieser Kleidungsstücke sind natürlich genauso in diesen Plastiksackerln eingepackt, geliefert, gekommen.
Jetzt habe ich eine Frage an euch. Ihr seid ja sicher alle schon mal einkaufen gegangen oder geht's manchmal gern shoppen, so durch die Einkaufsstraßen, auch jetzt vor Weihnachten. Ist euch das schon mal passiert? Ihr könnt mir das in den Chat reinschreiben, ganz anonym, ja. Ist euch das schon mal passiert, dass ihr irgendwo ein Schnäppchen gefunden habt, irgendwas ganz Billiges, vielleicht ein T-Shirt um 2 Euro oder so, und daheim seid ihr draufgekommen, dass es euch gar nicht gefällt oder gar nicht passt? Oder ihr habt das einmal gewaschen und es war so verzogen, dass es ihr dann gleich weghauen habt können. Wem ist das schon mal passiert? Ihr könnt es mir gerne mal Ja reinschreiben, kurz in den Chat oder einen Daumen hoch geben. Okay, da haben schon ein paar geschrieben Ja. Okay, da kommen noch ein paar Meldungen. Interessant. Ich habe das nämlich schon sehr oft gehört von Leuten. Es ist passiert immer wieder, dass man so sich verleiten lässt von einem Sonderangebot und man dann irgendwie was kauft und daheim draufkommt, eigentlich brauche ich das gar nicht, eigentlich gefällt es mir nicht, eigentlich passt es mir nicht. Und das ist eine ganz interessante Zahl dazu. Und zwar werden in Österreich zum Beispiel jedes Jahr ungefähr 80.000 Tonnen Kleidungsstücke weggeworfen. 80.000 Tonnen, das ist ein riesengroßer Berg an Müll. Und die Hälfte davon ungefähr wird fabriksneu weggeworfen. Das heißt, die Kleidung ist gar nie getragen worden, ja, sondern die ist einfach nie verkauft worden, ist dann aus dem Trend gefallen und wird dann einfach wieder vernichtet. Und die andere Hälfte, da ist natürlich ein Teil, das ist einfach kaputt worden, und der andere Teil sind genau diese Sonderangebote, ja, die man mal billig gekauft hat und man merkt dann, sie passen mal gar nicht, und ab in den Müll. Und genau. Und ihr kennt ja diese Bekleidungscontainer, wo man auch die Bekleidung reinwerfen kann. Vieles dieser Kleidungsstücke, die man in diesen Bekleidungscontainer reinwirft, werden jetzt nicht gespendet, sondern die werden an andere Länder wieder weiterverkauft. Ganz viel unserer Kleidung landet zum Beispiel in Afrika. Zum Beispiel ist jetzt ein Pfeil oder so eine Stecknadel auf das Land Ghana gefallen. Da wird zum Beispiel ganz viel Second-Hand-Kleidung, also gebrauchte Kleidung, aus Europa hintransportiert und auf Märkten dort verkauft. Und wenn das eben dort nicht verkauft wird, dann landet es vielleicht dort auf einer großen Müllhalde. Und wie ihr wisst, ein Großteil unserer Kleidung wird aus Plastik produziert und Plastik verrottet leider sehr lange nicht. Das bedeutet, dass diese Müllberge oft 100 oder 200 Jahre dort liegen, ohne dass diese Kleidungsstücke eben verrotten. Und das ist eben so leider dieser Zyklus unserer Bekleidung, ja, da passiert also sehr, sehr viel vorher, bis das überhaupt in unser Geschäft kommt und wird dann oft von den Leuten, die das Kleidungsstück kaufen, gar nicht so wertgeschätzt, wie es eigentlich sein sollte, weil natürlich ganz, ganz viele Menschen arbeiten dran, bis dieses Kleidungsstück fertig ist, ja. Und jetzt habe ich aber eine tolle Nachricht für euch. Im Moment passiert in der Modeindustrie wahnsinnig viel, ja. Und zwar, man redet so über faire Mode, über Bewegung für nachhaltige Mode, und ganz viele große Modeketten, die versuchen jetzt auch ihre Produktionen immer besser zu machen. Also ihr habt so totales Glück, weil ihr seid jetzt in einem Alter, wo ihr ganz viel miterleben werdet, wie sich auch im Modebereich ganz viel Positive verändern wird, ja. Und ihr könnt es natürlich auch selbst beitragen, das Ganze besser zu gestalten. Und ich hätte jetzt gerne mal, dass wir ein paar Ideen sammeln. Was glaubt ihr, was kann jeder und ich machen, damit unsere Mode in Zukunft für die Umwelt und auch für die Menschen, die diese Mode produzieren, einfach ein bisschen besser wird? Ich hätte jetzt gern, dass ihr mir ein paar Ideen in den Chat reinschreibt und wir können dann gleich kurz drüber reden. Schauen wir mal, was da alles kommt in den Chat. Wie können wir unsere Mode besser gestalten? Was können wir als Einkäufer oder wir als Jugendliche und junge Erwachsene eben machen, damit die Mode nachhaltiger wird? Schauen wir mal, ob da schon Ideen kommen. Okay, bis jetzt noch nicht. Warten wir noch ein bisschen zu, weil das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube nämlich, wenn ich mir die Fragen von euch so durchgelesen habe, die ich gemailt gekriegt habe, da waren schon ganz, ganz viele interessante Ideen drinnen. Okay, der Julian hat geschrieben, Kleidung aus Österreich kaufen. Mhm. User 12 hat geschrieben, Fairtrade-Mode kaufen. Mhm. Gibt es noch weitere Ideen? Okay, User 11 hat geschrieben, allgemein nicht so viele Sachen wegschmeißen. Das ist eine besonders gute Idee, ja.
Ja, kommt noch was. Okay. Ich warte noch ein paar Sekunden, vielleicht kommt noch eine weitere Idee rein. Also wir haben bis jetzt Kleidung aus Österreich kaufen, Fair Trade Mode kaufen, ja, allgemein nicht so viele Sachen wegschmeißen. Also ich finde alle Ideen großartig. Meine Lieblingsidee, die sage ich euch einmal, ihr habt es jetzt ja gesehen, von dem, was ihr euch in der letzten Viertelstunde erzählt habt, ist, dass ganz viele Menschen daran arbeiten, bis unsere Kleidungsstücke fertig sind, dass diese Kleidungsstücke ein paar Mal um die Welt reisen, bis sie in unserem Geschäft landen. Das Wichtigste ist, wir müssen wieder lernen, dass wir unsere Kleidung lieben. Genau. Und zwar, wir müssen unsere Kleidung viel mehr wertschätzen, ja? Weil ein Kleidungsstück was ganz Besonderes ist. Eben deshalb, weil so viel Rohstoffe reingeflossen sind, weil so viel Arbeit reingeflossen ist für diese fertige Jeans. Und deshalb müssen wir einfach wirklich besser auf unsere Kleidung aufpassen. Ich weiß, jeder von euch hat so Lieblingsstücke, auf die er ganz besonders aufpasst. Eigentlich sollten wir an den Punkt kommen, dass wir alle unsere Kleidungsstücke viel mehr wertschätzen, bei der Pflege besser achten und dann können wir sie natürlich auch viel, viel länger tragen. Also das ist, finde ich, einmal der allerwichtigste Schritt, weil dann haben wir natürlich viel weniger Müll. Eine andere ganz, ganz gute Idee ist eben, dass wir Kleidung tauschen oder Kleidung auch weitergeben an unsere Freunde, an die Familie, was natürlich auch bedeutet, dass wir auch selbst Kleidung tragen können, die schon wen anders einmal gehört hat. Zum Beispiel, wenn euch jemand gebrauchte Second-Hand-Kleidung schenkt und euch die gut passt oder gefällt, dann ist es eine wahnsinnig gute Idee, diese Kleidung auch weiterzutragen. Eine gute Idee zum Beispiel, die wir in Feldbach seit 10 Jahren jetzt fast schon haben, wir haben zweimal im Jahr ein großes Kleidertauschfest. Da kommen Leute hin, bringen ihre schönsten Kleidungsstücke, natürlich gebrauchte Kleidungsstücke mit und andere Leute können sich dann wieder was aussuchen, was ihnen einfach gefällt. Und so vermeiden wir natürlich jedes Jahr ganz, ganz viel Müll. Das ist zum Beispiel für Leibniz vielleicht auch mal eine ganz gute Idee. Also Kleidung tauschen, weitergeben und selbst Second-Hand-Kleidung tragen. Weil, und das ist wichtig, das beste Kleidungsstück ist noch immer das für die Umwelt, das nicht für uns produziert werden hat müssen, ja? Sondern das wir einfach weitertragen. Und dann ist das Beste dran, wenn wir Second-Hand-Kleidung tragen, dann bleibt uns natürlich einiges an Geld über, ja? Weil wir im Geschäft dann nicht so viele Kleidungsstücke einkauft haben. Und deshalb können wir natürlich uns dann ab und zu mal ein bisschen was Besseres leisten. Und das ist wichtig, weil Kleidung, die gute Qualität hat, ja, die kann man natürlich viel, viel länger tragen. Und wenn wir unsere Kleidung länger tragen können, dann müssen wir sie nicht so schnell wegschmeißen und haben natürlich viel kleinere Müllberge am Ende. Ja? Also guter Punkt ist, Kleidung, wenn wir sie kaufen, auf gute Qualität achten, schauen, dass diese Kleidung sehr langlebig ist, dass wir sie so lang wie möglich tragen können. Und wenn wir sie haben, lieben wir unsere Kleidung und tragen wir sie wirklich so lang, wie es überhaupt geht. Ja? Und wenn es dann nicht mehr geht, wenn unsere Kleidung schon austragen ist, dann sollte man sie einfach richtig entsorgen. Ja, und wenn wir uns dann natürlich eine neue Kleidung kaufen, das hat eben der dann können wir natürlich darauf achten, dass diese Kleidung aus fairer und nachhaltiger Produktion ist. Das ist eben, was die Margarita und ich beim Stoffwechsel eben sagen möchten. Kleidung aus nachhaltiger und fairer Produktion schaut ganz normal aus wie jede andere Kleidung auch, ja, und ist gute Qualität und ist eben so produziert, dass alle Menschen von ihrer Arbeit leben können, sozial abgesichert sind und dass wir die Umwelt eben auch nicht kaputt machen. Das heißt, bei Fairtrade-Kleidung kriegen die Näherinnen natürlich mehr als 15 Cent in der Stunde und zwar so viel, dass sie eben ein angemessenes Leben eben führen können, ihre Kinder in die Schule schicken, zum Arzt gehen können, angemessen essen und angemessen wohnen. Das ist eben wichtig. Ganz kurz noch, bevor ich jetzt zur Arbeit in einem Bekleidungsgeschäft komme, ich wollte euch das noch sagen auf diesem Bild. Wie kann man Fairtrade-Kleidung eigentlich erkennen? Und zwar Fairtrade-Kleidung kann man, wenn man sich wieder diese Zettelchen anschaut, da sind oft so Zertifizierungen drauf. Wie zum Beispiel eben da, das, ich hoffe, das sieht man, das Global Organic Textile Standard
oder Fairwear Foundation Zertifikat. Ihr seht es jetzt in eurer Präsentation auch. Das sind 4 Zertifikate. Wenn die in der Kleidung eingenäht sind, dann sind diese Kleidungsstücke eben entweder nachhaltig oder eben nachhaltig und fair produziert. So, okay, ich bin jetzt einmal mit diesem ersten Teil fertig und habe euch jetzt hoffentlich viel erzählen können, wie so ein Kleidungsstück hergestellt wird, wie diese Reise um die Welt funktioniert, bis ein Jeans oder ein T-Shirt bei uns im Geschäft ankommt. Jetzt möchte ich noch kurz mit euch darüber reden, was eigentlich so die Tätigkeiten in einem Bekleidungsgeschäft sind. Ich glaube ja, dass von 40 Teilnehmern, die da heute mit dabei sind, oder 35 Teilnehmern, einige von euch vielleicht in der Zukunft auch in einem Bekleidungsgeschäft arbeiten werden. Und meine Frage an euch ist jetzt, was glaubt ihr, was gibt es für Tätigkeiten in einem Bekleidungsgeschäft? Was müsst ihr da tun den ganzen Tag, wenn ihr dort arbeitet? Schreibt mir mal ein paar Dinge in den Chat rein. Ich hole inzwischen ein Kabel und stecke meinen Computer an, damit mir der Strom nicht ausgeht. So. So, okay, ich bin gespannt auf eure Kommentare. Was glaubt ihr, was sind Arbeiten oder Tätigkeiten, die man in einem Bekleidungsgeschäft machen muss? Habt ihr eine Idee? Schauen wir mal, ob jemand noch was in den Chat reinschreibt. Bis jetzt ist noch gar nichts von Dekorieren, hat zum Beispiel UBZ Steiermark geschrieben. Genau, damit die Schaufenster so schön sind, muss man sie natürlich laufend dekorieren. Kundenberatung haben Max und Kevin geschrieben. Genau, das ist ein ganz wichtiger Teil, dass den Leuten gut erklären können, wie diese Dinge hergestellt sind, welche Schnitte den Menschen passen zum Beispiel. Ja. Kleidung ordnen. Ordnung ist ein ganz wichtiger Bereich. Niemand von euch möchte natürlich in ein schieres Geschäft einigen. Jeder möchte ein schönes Geschäft vorfinden. Und deshalb muss man die Kleidung richtig ordnen. Man muss sie zusammenlegen. Ja. Man muss sie an den richtigen Platz legen. Angelika hat geschrieben, Kleidung zusammenlegen. Genau, also wir legen wahnsinnig viel Kleidung zusammen am ganzen Tag. Zum Beispiel, wenn jemand was anprobiert, dann nimmt man das natürlich aus der Kabine raus und legt es dann auch zusammen. Habt ihr noch eine Idee, was man machen muss in einem Bekleidungsgeschäft? Zum Beispiel, der User 25 hat geschrieben, Kleider ordnen. Ordnung ist natürlich wichtig, aber noch wichtig ist Sauberkeit. Man muss in der Arbeit in einem Bekleidungsgeschäft natürlich immer wieder auch putzen. Ja? Also wir müssen jeden Tag einmal Staub saugen, wir müssen den Boden aufwischen, wir müssen die Regale abwischen. Max und Kevin haben noch geschrieben, kassieren. Genau, kassieren ist ganz wichtig, ist natürlich jetzt von der Zeit her eher ein kleinerer Teil. Ja? Wenn die Leute was kaufen, dann kassieren wir das. UBZ Steiermark hat noch geschrieben, Buchführung. Genau, man muss auch Buchhaltung machen. Das heißt, wenn man was einkauft, muss man die Rechnungen sortieren. Man muss dann auch die Verkäufe muss man eben ans Finanzamt melden, weil wir müssen ja auch Steuer zahlen, wenn wir was verkaufen. Heimer hat geschrieben, Warenübernahme. Genau, wenn wir was geliefert kriegen, dann müssen wir die Ware annehmen, wir müssen sie dann kontrollieren und müssen auch einen Preiszettel drauf machen, damit die Leute, die das kaufen wollen, dann auch wissen, wie viel das kostet. Julian hat geschrieben, Kleidung nachbestellen. Genau, damit die Geschäfte immer voll sind und alle Kunden das Richtige finden, müssen wir natürlich laufend Kleidung nachbestellen. Und wenn wir die Kleidung nachbestellt haben und sie geliefert worden ist, dann hat die Seline genau recht gehabt, dann müssen wir die Regale wieder auffüllen, ja? Weil natürlich auch niemand gerne in ein leeres Geschäft gehen möchte. Die Bestellungen müssen wir übernehmen, hat User 25 gesagt, genau, das habe ich euch schon vorher gesagt, man bestellt für diese Hauptlieferungen immer ein halbes Jahr vorher. Man muss sich natürlich auch diese Kollektionen anschauen. Da fährt man oft irgendwo hin und schaut sich diese neuen Kollektionen an. Das habe ich euch ganz am Anfang meiner Reise um die Welt gesagt, dass eben die Marken ihre Kollektionen präsentieren. Ja, also ich habe das Gefühl, ihr habt schon ganz viele Ideen eben aufgelistet. Im Wesentlichen ist eben das, was man so macht, ein Bereich, wo man auf man muss natürlich auch Werbung machen, ja? Sonst wissen die Leute ja nicht, was man hat. Und da muss man sich immer wieder viel einfallen lassen, damit die Leute dann eben wissen, dass es dieses Geschäft gibt und was es in dem Geschäft überhaupt zu verkaufen gibt. Ja? Also muss man immer wieder auch Werbung machen. Genau. Die Tatjana hat geschrieben, wenn man die Kleidung einschlichtet,
darauf achten, dass die Farben zueinander passen. Das ist ganz wichtig. Wenn man das nämlich nicht macht, dann schaut ein Geschäft aus wie ein Flohmarkt. Ja, und das will natürlich keiner. Man muss die Kleidung richtig so hinhängen, dass das Ganze so elegant wie möglich ausschaut. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, Tatjana. Danke. Okay. Ich wäre jetzt so mit meinem Teil fertig. Ich hoffe, dass der eine oder die andere von euch in der Zukunft vielleicht auch in einem Bekleidungsgeschäft arbeiten wird. Und ich kann euch nur empfehlen, das ist eine ganz tolle Arbeit. Und was ich euch auch mitgeben möchte, ja, ihr könnt Teil dieser Zukunft der nachhaltigen und fairen Mode sein, auch in eurem vielleicht zukünftigen Job, ja, weil es einfach immer ganz, ganz wichtig ist, Dinge versuchen besser zu machen. Ja. Viele Geschäfte, große Geschäfte versuchen immer wieder zum Beispiel Kleidung aus Biobaumwolle anzubieten oder sie versuchen auf Nachhaltigkeit und Fairness zu schauen. Und da könnt ihr natürlich, wenn ihr in Zukunft in einem Bekleidungsgeschäft arbeitet, auch darauf achten. Aber ihr könnt als Konsumenten immer wieder nachfragen. Wenn ihr in ein Geschäft geht, habt ihr die Möglichkeit zu fragen, zum Beispiel die Verkäuferinnen, können sie mir erklären, wo dieses Kleidungsstück produziert wird oder wie es hergestellt wird? Und manchmal kann man so den kleinen Anstoß geben, dass die Geschäfte auch merken, aha, da gibt es ganz viele Menschen, die interessieren sich dafür, dass die Kleidungsstücke nachhaltig und fair produziert worden sind. Und wenn ganz viele Leute das machen, dann wachen viele Geschäfte vielleicht da auf und sagen, naja, dann werden wir in Zukunft auch mehr darauf achten bei dem, was wir verkaufen. So. Okay. Danke, Stefan. Das war ein wunderbarer Vortrag, vielen Dank. Wir kommen, bevor wir zur Fragerunde kommen, wo ihr Fragen stellen könnt, verabschieden wir uns auch schon wie gewohnt von den Zusehern auf YouTube. Der Vortrag ist nachzusehen auf ichtus.at/klimawissen und schaut einmal auch bei einem anderen Vortrag rein. Baba, macht's das gut.